Hallo und herzlich willkommen bei diesem Bitwig-Tutorial. In dieser Folge geht es um den Polysynth, der so ein bisschen unscheinbarer aussieht, als er eigentlich ist, und was ihr damit machen könnt und vor allem wie ihr was machen könnt, das zeige ich euch jetzt. Legen wir doch mal los. So, das ist der Polysynth in seiner Standardauslieferung. Also wenn ich den so normal in die hier reinziehe, dann sieht der so aus und er klingt so. Und ich gehe jetzt erstmal ganz grob über den Polysynth hinweg und zeige ich erstmal, was da so alles erstmal zu sehen ist. Und zwar haben wir hier einen Ein-Ausschaltknopf, dann hier den Preset-Lademöglichkeit, hier natürlich der Name des Devices, der sich auch ändern kann. Hier habe ich dann die Expanded View des Devices, da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Hier sind wieder die Fernsteuerung des Devices und hier kann ich die Modulatoren ein- oder ausschalten. Dann habe ich hier diesen Bereich, der besteht aus zwei Oszillatoren, die von der Funktionsweise gleich sind. Eine Spalte weiter habe ich die Mixer-Sektion, die bestehend aus verschiedenen Mixer-Algorithmen. Dann natürlich hier sowas wie einen Mischregler, der die zwei Oszillatoren miteinander vermischt. Hier kann ich noch Noise hinzupacken und noch andere Geschichten machen wie Drive. Das erkläre ich dann alles noch im Einzelnen. Eine Spalte weiter kommt dann die Filtersektion mit diversen Filtern und Resonanzmöglichkeiten und auch noch Shaping-Möglichkeiten. Darunter sind die Hüllkurven, einerseits die Filterhüllkurve, also Filter-Envelope-Generator, und die Lautstärken-Hüllkurve, die Amplitude-Envelope-Generator. Und auf der rechten Seite habe ich dann noch einen Node und einen FX-Container, wo ich dann entsprechend bei Node zum Beispiel einen Arpeggiator oder einen Diatonic Transposer oder was auch immer, wie ich die Noten noch manipulieren möchte, reintun kann. Und im FX-Container natürlich solche Audio-Manipulations- oder Effektgeräte wie Reverb und Delay da reinpacken kann. Darunter habe ich dann links rechts, also Panning. Dann hier drunter den Velocity-Schalter inklusive ein Gain für die Velocity. Und Velocity ist ja die Anschlaglautstärke. Das heißt, wenn ich hier die auf 0 habe, wird die Anschlaglautstärke nicht beachtet, egal wie stark oder wie schwach ich auf die Taste drücke. Und wenn ich das jetzt hochsetze, kann ich halt leise, also sanft anspielen oder stark anspielen. Und das wird dann beim Einspielen beachtet. Mache ich das wieder aus? Beziehungsweise mit dem Gain hier, das ist vielleicht nochmal wichtig zu wissen, das ist so eine Art Lautstärkenbegrenzer. Das heißt, wenn ich jetzt die Velocity quasi auf, egal wie laut ich drauf drücke, eingestellt habe und hier runterstelle, wird der insgesamte Gain leiser. Und auch wenn ich die Velocity hier laut stelle und hier Gain auf leise, kann ich auf die Taste drücken, so stark oder so stark wie ich möchte, das wird nicht lauter. Das sollte man vielleicht wissen, bei den anderen Devices ist das ein bisschen anders geregelt. So. Und zum Schluss habe ich natürlich noch den Volume Out, das heißt die Gesamtlautstärke des Instrumentes, was an Sound rauskommt. So. Jetzt legen wir doch einfach mal los mit den beiden Oszillatoren. So. Standardmäßig höre ich jetzt nur den oberen Oszillator, weil hier im Mixer nur der eingeschaltet ist. Und ich habe hier eine Sägezahnwelle. Und diese Sägezahnwelle kann ich hier mit dem Pitch verändern. Und unterhalb des Pitches habe ich dann noch die Oktaveneinstellung. So, gehen wir mal wieder auf 8. So, nebendran habe ich die Shape-Einstellung und bei der Shape-Einstellung wird es jetzt erstmal interessant, weil dieser Oszillator ist, wenn man so ein bisschen einfach betrachtet, im Prinzip mit diesem Shape hat er so eine kleine Wavetable drin. Das heißt, wenn ich die Shape ganz nach links drehe, habe ich eine Rechteckwelle
Und wenn ich die wieder in die Mitte drehe, habe ich eine einfache Sägezahn und ganz nach rechts habe ich dann eine doppelte Sägezahn. Also das heißt, ich gehe eine Oktave eigentlich nach oben. So. Jetzt habe ich aber zu dieser Einstellung, zu diesem Morphen von Rechteck nach Sägezahn zu doppelter Sägezahn, habe ich darunter noch eine Pulsweitenmodulation. Und diese Pulsweitenmodulation, die kennt man vielleicht aus dem Phase 4, da kann man das schön zeigen. Ich habe hier Pulsweitenmodulation eingestellt auf einem einzigen Oszillator und der moduliert von einer Sinuswelle, die habe ich halt ausgewählt, weil man das halt wunderbar schön sieht, eine Sinuswelle zu einem Puls. Und wenn ich jetzt die Sinuswelle hier anschlage, sehe ich hier so den. Ich zeichne das hier mal ein. Ungefähr, das ist nur ungefähr. Die Welle bewegt sich leider, während ich das spiele. So, innerhalb dieser Zeiteinheit, dieser ganz diskreten Zeiteinheit, schiebe ich die Welle jetzt zusammen. Und da ist es so, dass der Wert, der hier anstand am Anfang, das ist eine Welle hier, dass der einfach dazu gepackt wird. So, und dann wird diese Welle quasi zusammengedrückt und dieser Wert wird hier einfach immer dazu addiert. Und zum Schluss habe ich halt diesen Puls. Also ich erzeuge einen Puls aus einer normalen Sinuswelle. Das ist die Pulsweitenmodulation. So, das wieder wegkriegen. So, und bei dieser Pulsweitenmodulation ist das so. Wir haben das ja gerade an dem Phase 4 hier gesehen. Nochmal schnell zurück. Der moduliert sich quasi horizontal. Na, also der schiebt sich einfach horizontal von rechts nach links. Und bei der Pulsweitenmodulation bei dem Polysynth ist das so, dass diese Sägezahnwelle, die hier ist, quasi die Basis für die Pulsweitenmodulation ist. Das heißt, wenn ich hier jetzt zum Beispiel eine Rechteckwelle einstelle und die moduliere ich jetzt, dann sieht man, wie die Welle, wenn ich sie nach rechts moduliere, nach unten geht. Ich stelle hier mal die Sägezahnwelle unten ein, dann sieht man das so ein bisschen. Das heißt, das hier, ich nenne es jetzt mal diagonal, ist jetzt nicht wirklich diagonal, aber diese diagonale Linie wird als Grundlage genommen für die Pulsweitenmodulation, die normalerweise horizontal liegt. Ja, also diese Original-Sägezahn, die hier in der Mitte ist, das hier. Das ist quasi meine Nulllinie, wenn ich die Pulsmodulation hier anwende auf die Rechteckwelle. Und wenn ich die jetzt Entschuldigung, nach rechts schiebe, sehe ich, dass die so ein bisschen absinkt. Und das ist das Absinken hier quasi. Die schiebt sich entlang dieser Welle und sinkt dann hier ab. Und das gleiche passiert natürlich, wenn ich sie nach links schiebe. Ich hoffe, ich habe jetzt die Seiten richtig. Dann geht die in den oberen Bereich. Das heißt, die schiebt sich hier anhand der Grundlinie, sage ich jetzt mal, nach oben. Und das Gleiche sehe ich dann, wenn ich in die Sägezahnwelle gehe. Der Puls schiebt sich nach unten, nach rechts gehend und nach links gehend schiebt sich der Puls nach oben. Das erklärt nämlich auch, wenn ich die Originalwelle hier nehme, und das ist ja eine Diagonale, aber die Pulsweite orientiert sich an dieser Grundlinie, die in dem Fall diagonal ist, die normalerweise horizontal ist, aber in dem Fall ist sie diagonal. Und ich schiebe jetzt die Pulsweite hin und her, passiert hier gar nichts, weil an einer horizontalen, wenn ich den Puls hin und her schiebe, wo gar kein Puls ist, passiert da auch nichts. Deshalb passiert hier auch nichts bei der Standard Sägezahnwelle, weil die eben
die Grundlinie gibt für diese Pulsweitenmodulation. Das heißt, wir haben hier eine Pulsweitenmodulation nicht anhand einer horizontalen, sondern anhand einer Sägezahndiagonalen, nenne ich das jetzt einfach mal. Das ist so der erste Clou an diesem Oszillator. So, der zweite Clou ist dann hier der Sub, und der Sub ist nichts anderes als eine Rechteckwelle, die zu der Welle, die ich hier eingestellt habe, nehmen wir vielleicht einfach mal hier die doppelte Sägezahnwelle, hinzugemorpht wird und zum Schluss dann quasi, das ist wie so ein Dry-Wet-Schalter. Das ist dann der endgültige Ton, der entsteht. Hier habe ich einen Sägezahn. Mach das mal vielleicht ein bisschen leiser. Hier habe ich einen Sägezahn. Morph dann einen Sub hinzu. Und zum Schluss habe ich dann nur noch die Rechteckwelle als Sub dabei. Und der Sub orientiert sich hier immer an dem Pitch des Oszillators, des Gesamtoszillators, dieses einen Oszillators. So, und der Sub hat jetzt natürlich auch wieder eine Pulsweitenmodulation. Und da seht ihr auch, dass der hoch und runter geht. Der orientiert sich auch an dieser Original-Sägezahnwelle als Grundlinie. So. Und jetzt richtig schön tricky. Jetzt gibt es diesen Sync-Schalter. Und dieser Sync-Schalter, der macht Folgendes. Das muss ich jetzt mal hier runterretten. Um diese Pulsmodulation vielleicht noch ein bisschen besser zu verstehen, machen wir jetzt Folgendes. Ich erstelle hier jetzt einfach mal einen Clip. Und der spielt mir jetzt einen Ton innerhalb eines Taktes. Ich mache das jetzt aber so. Der spielt mir eine Viertel. So. Das heißt, ich ziehe den hier komplett lang. Dann ist er hier komplett lang. Und mache den Clip einen Takt lang, sodass ich... Na, sonst ist es ein bisschen langweilig. Das heißt, ein Takt mit zwei Vierteln. So, spielt der mir jetzt. So, und wenn ich jetzt hingehe, ich habe jetzt einen Takt mit zwei Vierteln und ich erstelle jetzt einfach Leertakte. Sie sind alle leer. Ich mache da jetzt richtig viel. So. Und ich erkläre gleich, warum ich das alles mache. Und die verbinde ich jetzt miteinander. So, jetzt habe ich hier einen Takt. Den betrachte ich hier. Mal gucken, bis ich den Takt hier reingezoomt kriege. So, diesen Takt, der wird geloopt und nur der spielt. Und bei einer normalen Pulsweitenmodulation ist das so, dass wenn ich jetzt zum Beispiel die Pulsweite von rechts nach links mache, das heißt, ich drücke das Signal nach links zusammen, schiebe ich einfach den letzten Wert, der hier anliegt, quasi mit rein. Und da ich hier eine ganze Menge Nullwerte habe, passiert jetzt Folgendes. Während ich hier den spielen lasse, vielleicht mache ich den ein bisschen leiser. Während ich den hier spielen lasse, ich muss hier immer wieder Leiter loslassen, sonst ändert er das nicht, schiebe ich jetzt einfach Werte hier nach. Immer mit dem letzten Wert, der hier anliegt. Also von dem Original, Zeitraum oder Fenster, das ich beobachtet habe, den originalen Cycle, den diskreten Zeitraum, den ich da beobachte,
schiebe ich von dem letzten immer den Wert nach und da der quasi 0 ist, schiebe ich immer eine 0 nach. So, und das mache ich jetzt. Und dann seht ihr, das wird dann langsam zusammengedrückt. Das heißt, ich habe von einem ursprünglichen zwei langen Tönen habe ich noch zwei Puls übrig. Und ich kann das natürlich noch weiter runter zusammendrücken. Und die Töne werden immer kürzer, also pulsartiger. So, das war Original. Und dann so. Das ist die normale Pulsweitenmodulation. So, bei dem Sync hier, den wir hier haben, passiert jetzt Folgendes. Ihr guckt euch das jetzt einfach mal an. Das hier passiert. Das heißt, hier kommen neue Werte nach. Aber da kommen nicht nur neue Werte nach, sondern die neuen Werte kommen dynamisch nach auf diesen diskreten Zeitraum, den ich da mit der Pulsweitenmodulation bearbeite, wird das dynamisch angepasst. Was das bedeutet, ist das hier. Ich fange hier wieder an mit meinem Takt, den ich hier erstelle. Machen wir mal. Und also, ich muss den, entschuldigt bitte, ich muss den ja wieder hier auf normal einstellen, sonst hört er sich anders an. Genau. So. Ich habe hier einen Ton. Ich nehme hier jetzt zwei Töne, also zwei Viertel. Und jetzt gehe ich hin und vervielfältige das jetzt einfach. Das heißt, das Gleiche, was hier gespielt wird, vervielfältige ich jetzt richtig viel. So. Und die Sync-Puls-Weiten-Modulation, schwierige Wörter, die macht jetzt nichts anderes, gehen wir mal hier wieder zurück, als dass sie den Bereich nimmt, wenn wir, das ist ja meine Sägezahn ungefähr, so. Dieser Bereich, das ist dieser diskrete Zeitbereich, der be betrachtet wird. Und, Entschuldigung, das war der falsche. Und füllt jetzt immer mit den Werten des aktuellen Zeitbereichs Werte nach. Das heißt, wenn ich hier Sync reingebe, sind die ganzen Kopien, die ich hier hinten dran habe, sehen genau gleich aus. Wenn ich das verändere, verändern sich auch die ganzen Kopien. Und er schiebt dann immer ein Stückchen von der Kopie hier nach. Das braucht vielleicht beim einen oder anderen, bis sich das setzt, was da genau passiert. Aber ich zeige das gleich oben an dem Clip. Dann ist das so ein bisschen plastischer als hier. So, das heißt, ich habe einen veränderten diskreten Zeitbereich hier. Und ganz viele Kopien, die ganz genau gleich aussehen wie der hier. Und jedes Mal, wenn ich den wieder neu zusammendrücke, also quasi eine neue Form entsteht, verändern sich die Kopien genau gleich und werden einfach dann nachgeschoben. Sieht man hier. Die ganzen Wellenformen, wie so eine Ziehharmonika, wird einfach kleiner und alles ist gleichmäßig hier. Also die ganzen Kopien, die ich hinten dran habe, die sind gleichmäßig. Werden gleichmäßig oder gleichzeitig und gleichmäßig mit dem Original verändert. So, und an dem Clip hier, wenn ich jetzt hier wieder nur diesen diskreten Zeitbereich hier mir angucke und ich muss unbedingt den hier noch zusammenjoinen, sonst habe ich gleich ein Problem. Genau. So, und gehe nur hier vorne rein, versuche mir den ersten Takt nur anzuzeigen. So ungefähr. So, das heißt, ich spiele jetzt hier nur den allerersten Takt die ganze Zeit ab und mache jetzt eine synchronisierte Pulsweitenmodulation. Also Pulsweitenmodulation würde jetzt bedeuten, ich schiebe wieder einfach nach.
mit dem letzten Wert, der hier anlag, und der war ja 0, also kam hier nur Leere nach und die zwei Pulse sind immer nur weiter nach vorne geschoben worden. So, und jetzt mit der synchronisierten Pulsweitenmodulation schiebe ich jetzt hier nach. Und zwar immer das Original, wie ich es hier hatte, mit den Kopien, die je dem jetzigen Original gleich sehen. Die schiebe ich nach. Das heißt, ich schiebe nicht nur einfach Leere nach, sondern die komplette diskrete Zeiteinheit, die den Sound erzeugt. Das ist wie so ein wie so eine Art Stretching, nur andersrum, indem das einfach das Original wieder hinzugefügt wird. Das Original in der aktuellen Form hinzugefügt wird. So. Das sollte man verstehen an der Stelle, um einfach zu wissen, was dieser Sync-Button macht. Das heißt, Sync bedeutet in dem Fall nichts anderes. Er synkt die Kopien, die er nachschiebt, mit der aktuellen originalen Welle, die da ist, und schiebt dann die Werte dann da quasi rein. Und das ist das, was man sieht, wenn man diesen Sync-Knopf hier hin und her schiebt. Das heißt, er schiebt dann einfach Kopien, die genau gleich aussehen wie das Original zu dem Zeitpunkt hinterher. So, ich habe das jetzt genügend wiederholt. Zur Not kann man das ja dann zurückspulen. Aber es ist extrem wichtig zu wissen, weil das wird nicht wirklich erklärt im Handbuch und ich habe das bisher in keinen Tutorials, deren Sprache ich verstanden habe, gefunden. So, und dann gibt es noch den Unison-Knopf. Das heißt, ich kann hier Stimmen hinzupacken. Bis zu 16 Stimmen dazu. Und mit dem Unison kann ich die dann gegeneinander verstimmen und mit dem Stereo sage ich einfach, wo im Stereofeld ich diese Stimmen positioniere, die dann auch noch verstimmt sind. Und hier kann ich das Ganze dann natürlich auch noch mal nach links oder rechts pennen, also dass ich die gesamten Stimmen mehr nach rechts oder links im Stereofeld positioniere. So, das war jetzt ein Oszillator. Jetzt gibt es ja noch den zweiten Oszillator, der im Prinzip genauso funktioniert, oder nicht nur im Prinzip, der funktioniert genauso. Aber was man wissen muss bei diesen beiden Oszillatoren ist, dass die nicht synchronisiert spielen. Das heißt, die sind phasenverschoben, und zwar dynamisch phasenverschoben. Im englischen Handbuch wird was erzählt von einem unsichtbaren Oszillator, der irgendwo im Hintergrund in den Tiefen dieses Synths schwingt. In der deutschen Übersetzung haben sie das gleich weggelassen, weil das ist eine ganz merkwürdige Legende und die führt einen auf ganz, ganz falsche Fährten. Und wir haben da auch schon drüber diskutiert, was das genau soll. Und im Endeffekt ist es so, dass jeder dieser beiden Oszillatoren, der obere und der untere oder der Einser und der Zweier, haben einfach einen eigenen Oszillator, kann man sich wie so ein LFO vorstellen, der so im Hintergrund schwingt, phasenversetzt, der den Oszillator dazu bringt, an jeweils unterschiedlichen Stellen zu spielen, anfangen zu spielen oder einzusetzen. Und da habe ich einfach nur dieses kurze Ding da gebaut, wenn ich den jetzt den Mixer auf die Mitte stelle. Und beide Oszillatoren gleichschalte. Also die sollen jetzt ungefähr oder sollten nicht nur ungefähr, sondern sollten die gleichen Einstellungen haben. Das sieht ungefähr auch so aus. Und ich lasse jetzt diesen Loop laufen, denn wenn die synchronisiert werden, müsste der Sound ja immer gleich klingen. Das tut er aber nicht. Vielleicht ein bisschen lauter, dann hört er das auch. Es sind immer so Phasenverschiebungen, wo sich Teile auslöschen. So.
Ne? Also der klingt immer so leicht anders und Teile löschen sich aus und das macht das Ganze ja dann auch so interessant. So, und was man jetzt auch noch machen kann, auch wieder hier an diesem Sync-Button, ich kann hier den Retrigger wählen und dann fangen beide Synths immer zur gleichen Zeit an, dann sind sie synchronisiert. Also wenn man das möchte. So. Das sind die beiden Oszillatoren. Und da haben wir lange gesucht und lange diskutiert, weil vieles steht nicht im Handbuch, auch nicht in der Hilfe, auch nicht in irgendwelchen anderen Tutorials, sondern in vielen Tutorials werden diese Punkte Sync einfach komplett übergangen oder auch diesen Shape und diesen Unterschied zwischen der Pulsweitenmodulation, die hier an der Sägezahn Welle gemacht wird, anstatt anhand von einer geraden horizontalen Linie. Wäre schön, wenn das in die Dokumentation einfließt, weil das macht eine ganze Menge aus und erklärt auch ganz viele Fragezeichen auf ganz vielen Köpfen von ganz vielen Menschen. So, und dann haben wir hier jetzt die Mixer-Sektion und die Mixer-Sektion ist hier dieser Mischknopf, wo ich zwischen Oszillator 1, also dem oberen, und Oszillator 2, dem unteren Oszillator hin und her wechseln kann. Standard ist eingestellt Mix, das heißt, ich wechsle einfach vom einen zum anderen, ist natürlich beim gleichen Ton blöd. Deshalb stelle ich die jetzt mal in die entgegengesetzte Richtung. So. Und dann habe ich einen weiteren Knopf, der heißt Neck. Und Neck, sagt er negiert, das muss ich kurz gucken, er negiert den Oszillator 2, um Phase Cancellation zu machen. So, und das Ganze muss man dann wieder am besten anhören mit gleichen Werten. Wenn ich den hier laufen lasse und jetzt langsam reinmische, beziehungsweise ich nehme mal die Expanded View, dann sieht man das hier am Oszillator Mix. Oszillator 1, Oszillator 2, Oszillator Mix. So. Und wenn ich den jetzt hier laufen lasse, sieht man Oszillator 1, dann mische ich den Oszillator 2 hinzu. Und da ist jetzt kein Phase Cancellation da, so direkt, weil die ja unterschiedlich mit unterschiedlichen Phasen laufen. Theoretisch und nicht nur theoretisch, wenn die gesynkt sind, dann canceln die sich aus. Und je weiter ich natürlich auf den Oszillator 2 dann wieder gehe, höre ich dann halt den Oszillator 2. Aber so, zwei gesynkte Oszillatoren löschen sich aus, habe ich die nicht gesynkt, habe ich halt immer wieder so einen unterschiedlichen Ton, eine Veränderung, eine Bewegung in dem Ton drin. So, dann gehen wir rüber zu dem Wipe-Mixer und der Wipe-Algorithmus ist so ein bisschen wie der Mixer mit dem Unterschied, dass der Mixer macht so eine lineare Mischung. Und ich müsste jetzt mal. Das verändern auf so. Am besten. Den machen wir ein bisschen. Ups. Höher. Und den. Na. So, der ist hoch. Achso, ich habe zwei, deshalb hört sich das alles gleich an. Eigentlich wollte ich das andersrum. Ach, ich habe hier den Sub drin, alles klar, okay. Deshalb, so. Der spielt hier in dem Bereich und der spielt in einem höheren Bereich. Das reicht, denke ich mal. Und ansonsten sind wir da, glaube ich, safe. So, Mixer
Und dann mache ich jetzt am besten mal so einen LFO, der hin und her schaltet, damit mir niemand vorwerfen kann, ich hätte hier gezittert beim Hin- und Herschalten. Moment, machen wir den in die Mitte und drehen den dann hier so auf. Ein bisschen langsamer, damit man das schön hört. Nicht ganz so langsam vielleicht. Und nicht ganz, sodass die Bewegung bleibt, dass er nicht stoppt. So. Das heißt, ich habe hier einen sehr linearen Verlauf von der Mischung, je nachdem, an welcher Stelle ich mich befinde. Und jetzt schalte ich mal um auf Wipe und das ist eine logarithmische Mischung. Das heißt, es dauert länger, bis der nächste Ton reinkommt. Während ich hier, muss das noch ein Stückchen weiter aufdrehen. Genau so. Ich habe an einer Stelle habe ich einen Punkt, wo ich nur noch den einen Oszillator höre. Und der zweite Oszillator kommt relativ schnell rein. Ne, also hier so ungefähr auf beiden Seiten. So auf 4 Uhr oder auf, was ist das dann, 8 Uhr hier. Und wenn ich jetzt Wipe einschalte, habe ich eine logarithmische Mischung. Das heißt, das Mischverhältnis ist einfach, dass der zweite Oszillator, der dann da reinkommt, länger braucht, bis er wirklich tatsächlich im kompletten Mix ist. Hier sind natürlich beide Oszillatoren wieder gleich im Mix. Aber gegen den Extrem ist der zweite Oszillator, der auf der Seite dann halt, wenn es auf den Oszillator 1 geht, wird der Oszillator 2 schneller leiser und braucht auch ein bisschen länger, bis er da wieder reinkommt. Kleine Unterschiede, aber halt Unterschiede. So, bei der AM-Algorithmus ist es eine Amplitudenmodulation. Und zwar, ich mache jetzt hier diese, den brauchen wir nicht mehr. Eine Amplitudenmodulation, und bei der Amplitudenmodulation moduliert der Oszillator 2 den Oszillator 1. Sieht man jetzt schön, ich habe hier Oszillator 1 eine Sägezahn drin, hier habe ich eine Rechteckwelle drin, hier ist das Ergebnis von beiden. Das heißt, am Anfang habe ich hier die Sägezahn und dann moduliert die Rechteckwelle die Sägezahn und das Ergebnis sieht man dann hier. Das heißt, ich habe eine Sägezahn mit Rechteckwellen drin. So. Dann gibt es den Sine-Algorithmus. Und der Sine-Algorithmus moduliert, wie war das? Der Oszillator 1 wird vom Oszillator 2 moduliert. Und zwar so, dass der Oszillator 2 der Oszillator 1 moduliert den Oszillator 2, wenn er auf dem Oszillator 2 ist, aber immer mit der Polarität des Oszillators 1. Also wenn ich jetzt hier meine Standard-Sägezahnwelle habe, die er hier betrachtet, dann habe ich ja ein, können wir hier eine einzeichnen quasi, dann habe ich ja hier eine stetig abfallende Linie. Und ging ich jetzt mal davon aus, dass es hier plus 1 und hier minus 1 ist, dann habe ich hier eine Nulllinie. Und die Polarität sagt nichts anderes aus. Polarität ist alles, was über plus 1 ist und alles, was über 0 auf plus 1 ist und alles, was unter 0 auf minus 1 ist. Das heißt, Polarität bedeutet immer nur, alles, was hier drüber ist, gehört nach oben, alles was hier drunter ist, gehört hier runter. Das heißt, die Modulation, die hier jetzt passiert, achtet mal hier drauf. Jetzt kommt die Rechteckwelle rein und in der Mitte teilt sich die Welle. Und das ist genau der Punkt hier, wo die Sägezahnwelle vom positiven Bereich in den negativen Bereich geht. Und dann werden diese Rechteckwellen
halt nur noch entweder im positiven oder im negativen Bereich angezeigt. Das seht ihr jetzt, wenn ich das Ganze ins Extrem rüber schiebe. Und wenn ich jetzt natürlich So, das ist dieses Sein. Und dann habe ich noch Max. Und Max bedeutet, er spielt den Oszillator 1. Jetzt machen wir das hier mal so. Ich nehme hier unten die doppelte Sägezahn und hier oben nehme ich die Rechteckwelle. Und da macht er nichts anderes, einen hohen Wert, dass er sagt, okay, ich nehme hier und immer wenn der Wert des zweiten Oszillators oder der aktuelle Wert oder Peak könnte man auch in dem Falle sagen, wenn der immer größer ist im positiven wie negativen Bereich, dann nimm mir den. Ansonsten, wenn Oszillator 1 den größeren Wert hat, dann nimm mir den von Oszillator 1. Jetzt schaut euch diesen Oszillator-Mix hier an. Bessere Welle, die ist nicht gut. Auf jeden Fall sieht man, dass immer an der Stelle, wo der Sägezahn größer ist, also einen höheren Peak hat oder niedrigen Peak, da wird dann immer der zweite Oszillator genommen. So, das sind diese Mischalgorithmen, die ich hier einstellen kann. Dann habe ich hier natürlich noch ein Noise. Wo ich einfach Neues hinzufügen kann. Und dann habe ich noch eine interessante Funktion, das wird auch kaum irgendwo erwähnt, einen Filterfrequenzoszillator. Nee, Entschuldigung, eine Filterfrequenzmodulation. Das heißt, das Signal, was hier rauskommt, das kann ich einstellen, das ist hier auf neutral gestellt, dass es den Filter moduliert. Das heißt, wenn ich das hier aufdrehe und ich habe hier den Filter am Start, dann ist diese Welle, die aus dem Oszillator-Mix rauskommt, moduliert mir hier den Filter. Ich stelle den mal ein bisschen runter und lasse den jetzt einfach mal mit dieser Rechteckwelle, die hier rauskommt, diesen Filter hier modulieren. Das sieht man hier an dem Filter-Out. Und das kann ich im positiven Bereich wie im negativen Bereich. Das heißt, das hier wird quasi hin und her moduliert, wie so ein Modulator mit dem entsprechenden Output aus, was hier aus den Oszillatoren bzw. aus dem Mixer rauskommt. Dann habe ich hier drunter noch eine weitere Filterfunktion mit einem High-Pass-Filter, einem zweipoligen und einem vierpoligen, also steilere Flanke und einen Resonator und einen Drive. Und ich habe mich am Anfang gefragt, warum brauche ich hier zwei Filter? Aber der Vorteil von dem Ganzen ist, ich kann ja aus dem Filter quasi mir Bässe rausnehmen und in dem Filterbereich einfach Höhen auch wieder rausnehmen. Das heißt, ich kann den gesamten Frequenzbereich direkt in dem Synth auch nochmal zusammenstauchen. Und Drive kennt ihr ja, verstärkt das Signal bis hin
Muss hier mal ein bisschen leiser machen, sonst haue ich euch die Ohren raus. Sieht man ja hier, was aus dem Endeffekt dann aus dem Filter dann auch rauskommt. Das ist immer relativ leise, weil der Ton ist ziemlich heftig. Bis hin zur an die Decke gedrückt. Und machen wir den hier wieder rein. Und dann habe ich natürlich noch eine Pitch-Funktion, eine generelle, eine Gleitfunktion, also dieses Anheben von einem Ton zum anderen. Dann die Legato-Funktion, das heißt, diese Anhebung funktioniert nur, wenn ich einen Ton direkt nach dem anderen drücke. Also während der eine noch gedrückt ist, den anderen drücke und dann erst den ersten Ton loslasse. Also ersten Ton drücken, zweiten Ton drücken, erster Ton gedrückt halten. Ersten Ton loslassen, so ganz langsam. Das ist Legato. Und dann gibt es natürlich noch eine Feedback-Funktion, wo ich das Signal, was hier rauskommt, einfach nochmal hinzuführe, bevor es in die Filtersektion reinkommt. Damit mache ich das ganze Signal nochmal ein bisschen dicker, reichere das an. So, und dann habe ich natürlich hier meinen Filter mit einem Low-Pass, einem vierpoligen Low-Pass, einem Band-Pass, vierpoligen Band-Pass, einem High-Pass, vierpoliger High-Pass, einem Notch-Filter und Filter aus. Und wichtig an dem Filter ist jetzt noch, dass ich hier nicht nur den entsprechenden, sagen wir mal, EQ oder Filter einstellen kann, den Resonator, die Resonance einstellen kann von der Flankenecke, die ich hier einstelle. Also, wenn ich das hier im EQ, kann man das ja mal schön zeigen, wenn ich hier jetzt so eine Flanke habe, kann ich ja hier die Resonance einstellen, die Resonanz. Das heißt, verstärken an der Ecke, bevor er abschwächt, oder abschwächen, bevor er abschwächt, quasi. So, und dann habe ich hier noch Shaper-Modi. Das heißt, ich kann den Sound, den ich hier in das Filtermodul reinschiebe, noch entsprechend shapen. Und die Shaping-Modi sind hier eben Soft-Clipping. Das heißt, ich nehme hier den Sound und packe da quasi so einen Shaper drüber, der mir das Ganze so abflext und weicher macht. Mit diesem Soft-Clipping. Dann habe ich ein Sinus-Wave-Shaping. Der mit einer Sinuswelle mein Filter-Out quasi shaped. Und deshalb wird der auch auf der einen Seite leiser und auf der anderen Seite wieder ein bisschen lauter. So, und dann gibt es noch einen Shaper, der die zweite Harmonik, also den zweiten Oberton, betonen möchte. Einen Hyst. Steht das hier nochmal, was das genau? Ne, da steht nur Postfilter Wave Shaper. Der fügt, wie hier steht, die Artefakte um die Nulllinie, also dort, wo er, sieht man schön, da wo er tätig wird, fügt er einfach Nullen hinzu. Dann gibt es noch den, der eine eine negierte Welle dazu packt. Also man sieht es hier schön, die Welle ist über den gesamten Bereich von minus 1 bis plus 1 verteilt. Und er fügt dann einfach die negierte, also alles geht in den negativen Bereich runter. Und dann gibt es noch die Funktion, die das Signal umfaltet. Na, alles, was über den Threshold quasi rausgeht, faltet der um. Sieht man hier unten schön. Hier ist der Threshold quasi und dann faltet er, weil das drüber hinausgeht, faltet er das Ganze um. Wieder nach oben.
So, Key Tracking. Dann gibt es hier den Knopf mit dem oder den Regler, mit dem ich eben die die Filter ADSR steuern kann. Das heißt, im Moment passiert da nicht viel. Wenn ich den aktiviere, dann wird auch dieser Filter ADSR beachtet. So, und hier habe ich dann noch so eine Kurve, die ich hier einstellen kann, wo ich sagen kann, okay, wie schnell, ich habe hier, sagen wir mal, eine Zeiteinheit von 10 und wie schnell der diese Zeiteinheit hier durchgehen soll. Das heißt, klicke ich hier an, geht er die ersten 10 Sekunden oder die ersten 8 Sekunden ganz schnell durch und die letzten 2 Sekunden ganz langsam. Schneller Anstieg und dann flacht er langsam ab. Und so andersrum, die ersten, sagen wir mal, 8 Sekunden sind quasi langsamer. Ich mache hier Zeitreisen, habe ich so das Gefühl. Und der Rest ist eben dann schneller. Dann die normale ADSR und mit beiden Hüllkurven kann ich dann wieder andere Werte hier auch nochmal modulieren. Und dann sind wir schon am Ende von diesem Tutorial, das extrem lang geworden ist. Aber ich finde das auch wichtig, weil dieser Polysynth, der wird ja auch beschrieben in der Hilfe als Subtractive Synth with Two Dynamic Oscillators. Und der hat halt einfach wirklich wesentlich mehr drin, als man auf den ersten Schlag sieht, im Handbuch lesen kann oder die meisten Tutorials über den erzählen. So, und damit bin ich das Tutorial, oh Gott, eine Dreiviertelstunde, auch abschließen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt einen tiefen Einblick in den Polysynth gekriegt. Ich habe mich sehr lange damit beschäftigt und ihr nehmt was davon mit. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr das eh nicht schon gemacht habt. Wir werden immer mehr und ich freue mich auf eure Kommentare und wirklich schon tolle Kommentare bekommen, auch sehr hilfreiche Kommentare, auch in Fehlern, die ich hier in den Tutorials erzähle. Hilft mir unwahrscheinlich, hilft auch den anderen, wenn auf Fehler hingewiesen wird, die ich halt dann vielleicht mache. Eigentlich hoffentlich nicht, aber die ich halt dann mache. Ja, und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.